15. November 2018. Mittlerweile ist es hier in Deutschland kalt, so typisches Novemberwetter. Ja, heute trete ich meine vorerst letzte Reise an, von Deutschland aus. Es geht nach Namibia. Ja, wie immer, nun geht es zum Flughafen Frankfurt und heute Abend mit der 19:30 Maschine in 10 Stunden nach Windhoek. Ich melde mich wieder aus Namibia. Bin ich jetzt in Namibia, Windhoek, angekommen. Ja, wie ist der Ablauf, wenn man hier in so einem Land ankommt? Hinter mir sieht man die Mietstation. Ja, ich habe jetzt hier ein Auto gemietet und der Ablauf verlief reibungslos. Und jetzt geht es mit dem Auto nach Windhoek und in 2 Tagen hole ich meine Gruppe hier ab. Ich freue mich. Mittlerweile haben wir Nachmittag. Bevor ich mit den Vorbereitungen weitermache, stärke ich mich mit einem kräftigen Kaffee. Ja, hier ist es wirklich heiß, 35 Grad, aber eine sehr angenehme, trockene Hitze. Einen wunderschönen guten Morgen, heute haben wir den 18.11. Ja, ich bin wieder am Flughafen. Der Flieger aus Deutschland kam viel früher an. Hinter mir der Sonnenaufgang, wunderschön. Und nun freue ich mich auf meine kleine Gruppe. Welcome in Africa. So, hallo. Mittlerweile sind wir schon unterwegs hier mitten in der Wüste. Hier im Hintergrund sieht man unser Auto. Wir sind 2 Stunden vor Ankunft im Hotel. Und ja, und wir liegen sehr gut in der Zeit. Abenteuer Namibia, wir sind mittendrin. La pura vida und wir haben noch keine Panne. Nach 4,5 Stunden Fahrt, 350 Kilometer von Windhoek, sind wir bei der ersten Unterkunft hier in der Wüste. Naughty little flea, he climbed up on the doggy's knee. He climbed some here, he climbed some there. He was climbing everywhere. Tell me, where did the naughty little flea go? Ja, und jetzt hatte ich ja Besuch. Nein, kein Leben. Nein! Ein Zebra ist bei mir im Zimmer. Raus. Oh, oh. Ja, und hier ist jetzt ein Zebra bei mir im Zimmer. Hallo. He beat him here, he beat him there. He beat him almost everywhere. And when he done, he wanted more. He never tasted such a dog before. Well, where did the naughty little flea go? Meine Güte, ist das schön hier. Das alles haben wir dem Borak zu verdanken, weil wir letztes Jahr mit ihm schon in Südafrika waren. Und es wird immer toller mit Borak. Also ganz, ganz viele Reisen wollen wir noch mit ihm machen. Wir wünschen ihm für die Weltreise ganz viel Spaß, aber nichtsdestotrotz muss er danach wieder für uns da sein. Pura vida! Pura vida! Pura vida! Well, he beat him here, he beat him there. He chewed him almost everywhere. Well, he beat him on the toe and the knee and the nose. He beat him everywhere, he didn't have clothes. Well, the doggy went to see a show. And there he saw Brigitte Bardot. The naughty flea said, what a feast. She really